Heute gucken wir uns mal große Kreaturen, die vor Kamera festgehalten worden sind. Es sind ungefähr 20, glaube ich. Dauert 20 Minuten das Video, also mache ich mal heute die Hälfte und andermal die andere Hälfte. Ja. Also so sehen. Und los geht's. Play. Und los. Willkommen zu einem neuen Video. Hi. Unsere Welt ist voll von unbekannten und unerklärlichen Ereignissen und seltsamen Kreaturen, die in den Schatten lauern. Während einige dieser Sichtungen leicht als Streiche oder Irrtümer erklärt werden können, bleiben andere geheimnisumwittert und faszinieren und erschrecken die Menschen auf der ganzen Welt. Heute zeigen wir euch 20 gruselige Kreaturen, die mit der Kamera festgehalten wurden. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Ich glaube, das meiste ist Photoshop. Nummer 20. Eine Gruppe von Freunden zeltete an einem See tief im Wald, als sie plötzlich mit einem Paar bösartiger roter Augen konfrontiert wurden, die sie von einer Kreatur anstarrten. Sie dachten, es sei etwas Übernatürliches und ihre Herzen begannen zu rasen. Was lauerte da in den Schatten und schien bereit sein, sie zu verschlingen? Erschrocken sprangen sie in das nahegelegene Boot, um auf die andere Seite des Sees zu gelangen. Doch als sie das Ufer fast erreicht hatten, bemerkten sie, dass sie jemanden auf der Klippe zurückgelassen hatten. Die Jungen riefen ihm zu, er solle ins Wasser springen, denn in der Nähe lauerte eine unheimliche Kreatur. Irgendwann schienen alle in Sicherheit zu sein. Aber dann sahen sie das Wesen mit den roten Augen wieder auftauchen und es schien sie sogar zu jagen. Was denkst du, was diese Kreatur gewesen sein könnte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Komisch. Nummer 19. Auf den Philippinen gibt es einen der gruseligsten Mythen, vor allem wenn du dich in der Nähe von Feldern aufhältst. Der Sigbin ist eine Kreatur, die nachts auftaucht, um das Blut der Opfer aus deren Schatten zu saugen. Wenn wir dem folgenden Video Glauben schenken dürfen, ist es einer Gruppe philippinischer YouTuberInnen gelungen, diese Kreatur mit der Kamera einzufangen. Tatsächlich ist sein jenseitiger Körper so seltsam, dass man seine Gesichtszüge nicht sofort erkennen kann. So hat es genug Zeit zu fauchen, zu knurren und sich unheimlich anzuschleichen, bis du keine andere Wahl hast als... Sind wir in Verkleidung? Es soll einer hornlosen Ziege ähneln und hat die Fähigkeit, sich für Menschen unsichtbar zu machen. Na. Der Sigbin ist dafür bekannt, dass er sich hauptsächlich rückwärts bewegt und seinen Kopf zwischen die Hinterbeine klemmt. Obwohl der Sigbin nur selten gesichtet wird, gilt er in der philippinischen Mythologie als beliebtes und berühmtes Ungeheuer. Der Person in diesem Video gelingt es jedoch, die Kreatur zurück in die Felder zu verscheuchen, und was danach geschah, bleibt unbekannt. Nummer 18. Kürzlich wurde neues Videomaterial veröffentlicht, das angeblich die Rake-Kreatur beim Vorbeigehen zeigt. Nach Meinung vieler Menschen ist die Rake die gruseligste Kreatur, die es gibt. Leider sind nur wenige Informationen über dieses Video bekannt. Aber bei der Analyse können wir feststellen, dass sich die Kreatur in der Nähe eines Waldes auffällt und das Video mit einer Trail-Kamera aufgenommen wurde. Was die Kreatur so furchterregend macht, ist ihr humanoides Aussehen mit einem haarlosen Körper und langen Gliedmaßen und Fingern. Seine Größe wird auf etwa die eines durchschnittlichen Menschen geschätzt. Obwohl es nur wenige Informationen zu diesem Video gibt, scheint die Kreatur am Ende kurz in die Kamera zu schauen. Seine blasse Haut und die meisten Menschen erschrecken. Der Legende nach ist der Rake ein nachtaktives Wesen, das oft am Rande von Städten und Dörfern gesehen wird, meist in bewaldeten Gebieten oder in der Nähe verlassener Gebäude. Die Tatsache, dass wir ihn vorbeiziehen sehen, passte also zu der Legende, die oft über diese Kreatur erzählt wird. Nummer 17. Mit seinem Hab und Gut auf dem Rücken scheint diese kleine koboldartige Kreatur kurz davor zu sein, eine lebensverändernde Reise anzutreten. Spaß beiseite. Lasst uns über Kobolde sprechen und darüber, wozu sie fähig sind. Auch wenn du nicht an Kobolde oder ähnliche Kreaturen glaubst, wirst du vielleicht überrascht sein, dass diese Mythen und Geschichten immer auf einer gewissen Wahrheit beruhen. Kobolde werden oft mit dem Konzept verborgener Welten in Verbindung gebracht, die jenseits der menschlichen Wahrnehmung existieren und man glaubt, dass sie ihre eigenen Gesellschaften und Bräuche haben. Sie werden oft als kleine, schelmische Wesen dargestellt, die dafür bekannt sind, Ärger zu machen. Scheitert, ich bin Computer gezeichnet, das Gesicht. Wenn wir dem folgenden Video Glauben schenken dürfen, ist es dieser Person gelungen, einen echten Kobold an einem unbekannten Ort mit der Kamera einzufangen. Obwohl sie nicht immer als bösartig dargestellt werden, sind sie für ihre Habgier und ihr territoriales Verhalten bekannt. Sie haben eine kurze Zündschnur und einen Hang zum Unfug. Man findet sie häufig in Wäldern, Höhlen und verlassenen Gegenden, wo sie sich vor den Menschen verstecken und ihre Pläne unbemerkt ausführen können. Ja. Was denkst du, was der Kobold in diesem Video vorhat und wo er hin will? Nummer 16.
Du bist vielleicht davon überzeugt, dass die meisten Dinosaurier riesig waren und auf vier Beinen liefen. Doch viele Dinosaurier waren zweibeinig. Das heißt, sie bewegten sich auf zwei Beinen. Einige der bekanntesten und ikonischsten Dinosaurier wie der Tyrannosaurus Rex und der Velociraptor waren ausschließlich zweibeinig. Jetzt kursiert im Internet ein Video, das zwei Dinosaurier-ähnliche Kreaturen zeigt, die einen gefrorenen Fluss entlang laufen. Leider gibt es nicht viele Informationen zu diesem Video. Aber wir können sehen, dass sie sich beide mit einem spitzen Kopf, einem Buckel auf dem Rücken und langen Schwänzen ähneln. Der Geschichte nach wären zweibeinige Theropoden wie der T-Rex die größten Raubtiere gewesen, die eine große Bedrohung für andere Tiere darstellten. Aber stell dir vor, diese Kreaturen würden noch auf der Erde leben. Das wäre für die Menschheit ziemlich beängstigend gewesen. Andere Leute sagen in den Kommentaren, dass die Kreaturen eher wie außerirdische Wesen als wie Dinosaurier aussehen. Nummer 15. Im nächsten Video geht es um einen Mann, der in der Nähe des Waldes wohnt und regelmäßig eine seltsame Kreatur bemerkt, die in der Dunkelheit auf sein Haus starrt. Irgendwann hatte er genug und beschloss, seine Kamera zu nehmen und nach draußen zu gehen, um es zu filmen. Was er auf der Kamera festgehalten hat, ist ziemlich gruselig und der Mann selbst hat keine Ahnung, was für eine Kreatur in den Wäldern lauert. Es könnte ein Wolf oder ein Kojote sein, aber man könnte fast schwören, dass es eine menschenähnliche Gestalt hat. Manche Leute glauben, dass der Hausbesitzer, der das gefilmt hat, auch eine zweite, kleinere Kreatur gefangen hat. Der Mann erzählt, dass er seit mehreren Monaten von einer Gruppe feindseliger und unerklärlicher Kreaturen belästigt wird. Sie haben ein bizarres und unwirkliches Aussehen, was einige zu der Vermutung veranlasst, dass sie nicht von dieser Welt sein könnten. Er erwähnt auch, dass er nie an kryptische Kreaturen oder Poltergeister geglaubt hat. Deshalb war diese Erfahrung für ihn immer sehr seltsam. Wir wissen nicht, ob diese Kreaturen immer noch sein Haus terrorisieren, aber hoffen wir, dass sie inzwischen verschwunden sind. Nummer 14. Dieses nächste Video ging vor einiger Zeit im Internet viral. Es zeigt angeblich ein außerirdisches Wesen, das eine Straße in Caldwell City, Idaho, überquert. Während einige Leute skeptisch waren, sagen andere, dass dies ein Beweis für außerirdisches Leben sein könnte. In dem Video ist ein Außerirdischer zu sehen, der sich im Dunkeln bewegt und einen ungewöhnlich schlanken Körper, vier verlängerte Gliedmaßen und einen deutlichen Schwanz hat. Diese mysteriöse Sichtung hat in der Gemeinschaft Spekulationen und Neugierde über die Existenz und die Art intelligenten Lebens außerhalb unseres Planeten ausgelöst. Aber wenn dieses Video wirklich echt ist, warum sollte ein solches Wesen in Idaho herumlaufen? Und was hat es vor, eine dunkle Straße überqueren? Ob du es glaubst oder nicht, Idaho hatte in den letzten Jahren eine beträchtliche Anzahl von gemeldeten UFO-Sichtungen. Allein 76 Meldungen im Jahr 2020. Damit war es die Stadt mit den meisten Sichtungen in diesem Jahr. Im November 2009 berichteten mehrere Zeugen, eine Gruppe seltsamer Lichter am Himmel über Boise, Idaho gesehen zu haben. Die Lichter wurden als orangefarben und in Formation schwebend beschrieben. Glaubst du, dass die Außerirdischen langsam versuchen, ihr Territorium zu erweitern? Nummer 13. Die Theorie, dass außerirdische Wesen bewaldete Gebiete bevorzugen, ist bei den Gläubigen in der Gemeinde sehr beliebt. Die Person in diesem Video geht durch den Wald und stößt plötzlich auf eine kleine dunkle Kreatur, die sich hinter einigen Pflanzen versteckt. Eines der Hauptargumente für diese Theorie ist, dass bewaldete Gebiete den außerirdischen Wesen genügend Deckung bieten, um ihre Aktivität und Forschungen in völliger Privatsphäre durchzuführen. Außerdem werden Wälder oft als potenzielle Energiequellen für außerirdische Wesen genannt, da sie reichlich Wasser, Sauerstoff und organisches Material enthalten. Dieses spezielle Video, in dem ein Außerirdischer aus der Vegetation auftaucht, wurde angeblich in einem Wald irgendwo in Europa gefilmt. Einer der bekanntesten Vorfälle mit außerirdischen Wesen in Wäldern war der Vorfall im Randlesham Forest, der sich 1980 in Suffolk, England, ereignete. Mehrere Offiziere der United States Air Force berichteten von seltsamen Lichtern und Objekten im Wald und einige behaupteten sogar, außerirdische Wesen gesehen zu haben. Ein weiterer bemerkenswerter Vorfall war die Kelly-Hopkinsville-Begegnung im Jahr 1955, bei der eine Familie im ländlichen Kentucky behauptete, von kleinen, grauen, außerirdischen Wesen terrorisiert worden zu sein. Nummer 12. Die Aufnahmen einer schrecklichen Kreatur, die einem Skinwalker ähnelt, wurden kürzlich auf TikTok geteilt. Es soll sich irgendwo in Kanada ereignet haben, als zwei Wachleute während einer Nachtschicht eine Pause in ihrem Auto machten. Die Kreatur wurde gegen Mitternacht eingefangen und beide Wachleute waren geschockt, als sie sich ihnen näherte. Die Leute in den Kommentaren haben verschiedene Theorien darüber, was es sein könnte. Von einem Geist bis hin zu Bigfoot. Die meisten sind sich jedoch einig, dass sie einen Skinwalker gesehen haben.
Eine furchterregende und gefürchtete Kreatur aus der Folklore der amerikanischen Ureinwohner. Es wird angenommen, dass ein Skinwalker die Fähigkeit hat, sich in jedes beliebige Wesen zu verwandeln. Einschließlich Menschen, Tiere, Geister oder sogar leblose Gegenstände. Es wird angenommen, dass Skinwalker diese Macht nutzen, um Schaden und Chaos anzurichten, und sie werden oft als Verbündete dunkler Wesenheiten angesehen. Seitdem soll die mysteriöse Kreatur wieder von den Wächtern gesehen worden sein, als sie eine unbefestigte Straße entlang lief. Nummer 11. Okay, letztes Mal. Viele Menschen haben heutzutage Sicherheitskameras, die sie vor möglichen, unerwünschten Aktivitäten schützen. Sie zeichnen ständig Aufnahmen auf und helfen dabei, verdächtige Personen oder Aktionen zu identifizieren und zu verfolgen. Aber manchmal werden auch unerklärliche Dinge auf der Kamera festgehalten, wie dieses Video einer kleinen humanoiden Gestalt, die kurz auftaucht und dann wieder verschwindet, zeigt. Die Sichtung hat eine Debatte darüber ausgelöst, was das Wesen sein könnte. Einige spekulieren, dass es sich um eine Art Stinktier handeln könnte, das im westlichen Nordamerika häufig vorkommt. Diese Tiere haben einen charakteristischen Geruch, und wenn sie sich bedroht fühlen, machen sie einen Handstand und versprühen ihr Moschus. Glaubst du, dass es ein Stinktier ist? Oder könnte es eine andere, unerklärliche Kreatur sein? Okay, stopp. Das beenden wir hier. So. Ziemlich interessant, wie ich fand. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ein Video 3. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Und der zweite Tag kommt auch irgendwann.